diesem Tutorial möchte ich jetzt erläutern, wie man die Treppe vom Erdgeschoss ins Obergeschoss modellieren kann. Ich habe ja im vorangegangenen Tutorial erläutert, wie Sie die Treppe vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss modellieren können. Ziemlich ausführlich und auch ziemlich lang ist das geworden. Deswegen werde ich mich jetzt hier bemühen, das Ganze etwas kürzer zu fassen und jetzt nicht so auf die Details nochmal einzugehen, die jetzt in den vorangegangenen Tutorials erläutert wurden. Also wenn es jetzt zu schnell geht, der meinetwegen das Tutorial hier zuerst anschaut, dann bitte schauen Sie in den anderen Tutorials nach, wo das etwas ausführlicher erläutert wurde. Okay, ich fange hier an. Ich habe hier vier Ansichten aufgemacht, die halt interessant sind für die Modellierung so einer Treppe. Und die Kellertreppe habe ich hier aktuell erstmal ausgeblendet hier im Erdgeschossgrundriss. Ich mag es eigentlich ganz gern, immer die Treppe vom Ausgangsgeschoss auszumodellieren, sprich vom Erdgeschossgrundriss aus. Habe allerdings immer noch den Obergeschossgrundriss mit aktiv, kann also hier schnell umschalten und nachschauen. Und habe hier noch einen Schnitt aktiv, also hier die Schnittansicht AS1, QS1, das ist dieser Schnitt hier, ja, wobei das egal ist, beide sind ähnlich, ja, dieser Schnitt, den sehe ich hier, also hier mal so längs durch und dann nochmal quer durch, das ist hier AS2, das ist dieser Schnitt und den kann ich dann hier beliebig legen. Ich lege zunächst erstmal hier runter, weil dann passiert am meisten am Anfang, ja, man sieht noch die Kellertreppe und danach, können wir dann hier den Schnitt nochmal hochlegen. Ja, wie man diese Ansichten erzeugt und so weiter, das habe ich alles im anderen Tutorial erklärt. Ja, ich fange jetzt hier an, die Treppe zu modellieren. Wechsel hier auf die Registerkarte Architektur, wähle dann hier wieder unter Erschließung die Treppe. In diesem Fall ist das eine L-förmige Wendeltreppe. Wir stellen das schon mal ein. Dann gehe ich hier in die Eigenschaften und auch hier wieder der Tipp, tun Sie unbedingt hier sich zunächst erstmal alle Eigenschaften möglichst diesmal genau einstellen, damit Sie nachher nicht mehr so viel ändern müssen, weil das bei Treppen ein bisschen heikel ist. Man kann vieles ändern, aber wie gesagt, bei einigen Änderungen führt das dann zu Problemen, da die Treppe neu berechnet werden muss jedes Mal. Ich gehe also zunächst hier in die Typen. Da gibt es hier den einen Typ für die Kellertreppe. Ja, die nehme ich schon mal als Vorlage. Die ist ja ähnlich. Gehe auf Typ bearbeiten und mache mir da jetzt eine Kopie und erzeuge mir jetzt einen neuen Typ. Den nenne ich jetzt Fertigbetontreppe fürs Erdgeschoss. Ja, ich habe deshalb zwei verschiedene Typen angelegt. Das sind zwar beides Fertigbetontreppen, aber sie sind halt ein bisschen anders von Materialien her. Ja, ich würde vielleicht im Erdgeschoss, im Wohnbereich, Beispiel andere Trittstufen nehmen als Holz und im Kellerbereich als Fliesen oder Stein und so weiter. Ja, um mal diese Möglichkeit zu haben, haben wir hier zwei Typen angelegt. Die restlichen Sachen können wir erstmal übernehmen, ja, also für die groben Einstellungen, die wir uns hier anschauen wollen, genügt das erst einmal. Gehen wir also hier auf OK. Checken jetzt hier nochmal die Höhen. Also das Ganze geht los bei Erdgeschoss, Oberkante, Fertigfußboden. Das soll nicht sein, also Rohfußboden. Das tun wir gleich mal korrigieren. Dann gehen wir hier auf die oberste Ebene. Das ist dann nicht Erdgeschoss, sondern Obergeschoss, Oberkante, Rohfußboden. Hier mal kontrollieren, sind wir hier bei 3 Meter. Okay, dann geben wir jetzt hier eine Höhe ein von Fußbodenaufbau von 25 und hier oben auch nochmal. Ah, jetzt haben wir 2,75 Meter, ja. Habe mich ein bisschen gewundert, jetzt passt es wieder. Ne, immer noch 3 Meter. Okay, dachte, das kann sein, 3 Meter. Ja, genau, durch die Fußbodenaufbauten könnte das hinkommen. Dann die Anzahl der Steigungen, das nehmen wir 16. Und jetzt kann die Treppe berechnet werden. Wie gesagt, wo man das einstellen kann, ist in den Typeneigenschaften. Da wird die Berechnungsformel eingestellt. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen. Da haben wir hier, glaube ich, die wichtigsten Einstellungen vorgenommen. Gehen wir nochmal in die Optionsleiste. Basislinie, Auflager, Außen. Das können wir hier auch lassen. Das passt. Was haben wir hier? Die Basishöhe können wir auch. Breite wird auch bei 1 Meter. Das können wir uns alles. Das passt. L-Treppe. Und Geländer wollen wir dann keins mit verlegen, das machen wir ohne Geländer. Jetzt können wir hier in die Ansicht wechseln und jetzt haben wir hier schon mal die Treppe abgelegt. Die passt natürlich nicht ganz, also drehe ich sie mit der Leertaste um und werde sie jetzt hier platzieren und setze sie hier erstmal so grob ab. Ja, ich hätte jetzt hier vielleicht noch einen anderen Griff wählen können, aber machen wir es erstmal so.
Und jetzt kann ich sie hier in die Ecke setzen, hier mit dieser Ecke. Gehe also hier, zoome mich ein bisschen ran, gehe jetzt hier auf Ausrichten und wähle jetzt hier diese Kante. Ich mache das hier unterm Putz, also auf die Rohbauwand. Habe die erstmal hier ausgerichtet in die Richtung. Mache dasselbe hier unten, wähle jetzt hier die Kante meiner Rohbauwand und habe ja mal die Ecke fixiert. Jetzt geht der Spielerei mit den Griffen wieder los. Ja, Sie kennen das schon. Jetzt klicke ich hier drauf. Und, jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, ich hätte sie. Na, wir können es versuchen, hier mit dem zu machen. Dass wir hier jetzt an dem Griff das anfassen und jetzt hier den Lauf hier längs verschieben. Dazu werde ich hier mal das ein bisschen so einblenden, damit Sie das besser sehen, was dann passiert. Gehe also hier auf die Griffe. Die Griffe habe ich auch genau im anderen Tutorial erläutert. Also jetzt mit diesem Griff kann ich jetzt den Lauf schieben. Ja, bei dieser Treppe ist das ein bisschen einfacher, weil da nicht so viel rumgewendet wird. Da tun wir uns mit der Anpassung über die Griffe leichter. Und ja, das passt jetzt so schon mal grob. Und auch hier passt das ganz gut. Jetzt können wir eigentlich hier noch die weiteren Anpassungen hier vornehmen im Schnitt. Hier sehen wir schön, da müssen wir noch ein bisschen justieren. Ja, je nachdem, wie wir jetzt hier anstoßen wollen. Ich mache es vielleicht immer so, dass ich sage, okay, ich richte das jetzt hier aus. Also hier an der Kante. Die lässt er jetzt gar nicht anwählen. Ach so, eventuell müssen wir das jetzt hier nochmal. Lässt er gar nicht anwählen. Warum? Versuchen wir das nochmal. Jetzt macht das die und hier. So, jetzt haben wir die Treppe hier nochmal fixiert. Jetzt muss ich natürlich hier noch korrigieren. Ja, gehe also wieder hier runter und schieb jetzt hier die Treppe hier rüber. Hier haben wir das Problem, dass wir den Putz haben. Er hat ja gesagt, wenn man den Putz im anderen Tutorial, wenn man den mit drin hat, ist es immer schwer, das dann hier einzufangen. Und das sollte jetzt hier auch wieder passen. Ja, und hier haben wir das leicht versetzt. Genau, das passt hier auch noch. Ja, jetzt dürfte das ja eigentlich okay sein, die Treppe. Jetzt tun wir nochmal das in dem Schnitt nochmal verändern. Wenn die Treppe okay ist, hier, also hier können wir es eh noch beobachten. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Nur mit der Höhe gibt es hier ein Problem. Sehe ich gerade. Müssen wir mal gucken, die Höheneinstellung. 25 Oberkante, Rohfußboden. Das ist ja ein bisschen niedrig. Ach so, weil man hier noch. Aber hier fehlt eine Stufe. Aber das ist kein Problem. Weiß zwar nicht, warum der jetzt. Eventuell noch mal gucken. Warum macht er mir jetzt hier eine Stufe weniger? Vor allem auch. Also. 3 Meter, das sollte eigentlich passen. Das waren die Höhen, das war eigentlich richtig. Und wir haben hier 25. War es irgendein Grund? Ich gehe erstmal auf OK. Ja, müssen wir mal gucken, eventuell könnte das es vielleicht dann verschwinden und schauen wir das hier nochmal in der 3D-Ansicht an, ob das wirklich hier in der Höhe ein Problem ist. Ach so, das ist glaube ich der Schnitt. Ne, hier sehen wir die Treppe. Und die müsste eigentlich hier rauskommen aus der Konstruktion. Macht es also irgendeinem Grund nicht. Die hört hier mitten auf und geht eigentlich nicht bis ganz hoch. Witzigerweise. Jetzt klicke ich sie nochmal an und check das. Oberkante Rohfußboden und das auch. Unter Fußboden aufbauen, den können Sie leicht ablesen, wenn Sie einfach den Fußboden anklicken und dann sehen Sie hier, der hat eine Höhe von 25. Ja, das passt eigentlich. Da müssen wir mal gucken, ob man da noch irgendwelche Einstellungen hier ändern können. Gehen wir mal in die Treppe rein, auf Typ bearbeiten. Und na gut, nee, das ist glaube ich auf Bearbeitungsmodus gehen. Klicken die nochmal an, gehen auf Treppe bearbeiten. Klicken die Treppe an und finden hier mit Steigung enden wollen wir nicht. Und da fehlt glaube ich noch genau eine Steigung, ja. Aber das könnte man hier mit dem Griff hinkriegen. Jetzt gehen wir hier auf den Ball, ja, also den Ball sage ich auf den Kreis und ziehen hier noch ein Stück höher. Und jetzt haben wir es passend, ja. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber Sie sehen, es war ein schönes Beispiel, dass man auch hier
in der Schnittdarstellung hier auch nochmal die Griffe hat und wenig kann man das auch nochmal ändern. Ja, jetzt hat man sogar mal ein klassischen Einsatzgebiet gehabt. Ja, wie gesagt, mit dem Kreis können Sie hier noch eine Stufe hinzufügen und eine Steigung, während wenn Sie mit dem Dreieck, dann hätten Sie einfach nur die Treppen verschoben, ja, aber die Anzahl der Steigungen wäre gleich geblieben. Ja, jetzt ist es eigentlich okay, jetzt passt's. Gehen auf OK und müssten jetzt hier noch den Fußboden entsprechend einschneiden, beziehungsweise schauen wir uns das mal jetzt im Obergeschoss an, wie sieht es da aus? Beziehungsweise, das ist auch nochmal wichtig hier, der Übergang, aber das sieht gut aus, ja, dass die Treppe jetzt hier nicht in den Raum reinkommt, das ist okay. Ja gut, die Wand wird jetzt hier ein bisschen mit Mitleidenschaft gezogen, da müsste man aufpassen. Die ist, glaube ich, sogar tragend. Jetzt muss ich direkt mal gucken, hier im Grundriss, hier unten, hier ist es drauf. Ja, ist zumindest eine tragende bis aussteifende Wand. Muss halt ein bisschen aufpassen, ja, wenn man dann hier, gut, das ist ja nur ein Bereich, man muss halt schauen, dass in dem Bereich auch noch was passiert, statisch gesehen, ja. Gut, die Treppe. Ja, ideal ist es nie, ja. Also mir würde es besser gefallen, wenn ich jetzt nicht in die Wand reinkäme. Aber okay, da kann man versuchen, nochmal die Treppen. Man könnte sie noch ein Stück weiter vorziehen, vielleicht um eine Stufe oder so, je nachdem, was Ihnen da lieber ist. Ich lasse es jetzt erstmal mal so. Ja, das geht ja hier weniger jetzt hier um die bautechnischen Details. Ja, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das Problem zu verhindern, einfach die Treppe noch ein Stück vorzuziehen und dann kommen wir nicht so weit rein in den Raum. Oder halt auch die Wand zu schieben, auch das wäre eine Option. Wenn man das vermeiden will, dass das hier in die Wand reinkommt, die ganze Konstruktion. Wir lassen es erstmal so und jetzt fehlt noch die Sache mit der Öffnung. Ja, die können wir jetzt hier noch im Obergeschoss modellieren. Ich mache das hier mal schnell bezüglich der Geschossdecke und die ist hier. Ach so, vorher noch messen, ganz wichtig, bis wohin müssen wir gehen, dass wir hier eine Durchgangshöhe haben. Also hier nochmal kurz reingehen und beziehungsweise ist ja hier eh vorgegeben. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir jetzt hier, weil wir können bis hier geht sogar noch eine Wand, ja. Also müssen wir hier gucken, wie viel Meter haben wir jetzt hier zur Verfügung. Messe das hier mal schnell aus. Und da sind wir hier bei 2,15 Meter. Ja, das dürfte ausreichen. Ja, also bis hierhin können wir gehen. Da machen wir halt hier machen wir jetzt die Öffnung rein. Und fangen hier also an mit der Geschossdecke zunächst. Jetzt kann ich sie ja näher auswählen, ein bisschen näher ranzoomen, dann kann ich sie besser auswählen. Jetzt habe ich sie ausgewählt. Wechsle hier ins Obergeschoss, Grundriss, gehe dann hier auf Begrenzung bearbeiten und ziehe mir jetzt hier die Öffnung für die Treppe ein. Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, weil ich sie nicht sehe. Ist aber nicht schlimm. Ich kann ja jederzeit dann hier runter wechseln. Ja, und dann machen wir es halt von hier. Dann gehen wir auf, das muss ich kurz überlegen. Ja, machen wir hier Linie wählen. Das geht, glaube ich, besser. Dann wechsle ich mal nach hier oben und kann jetzt hier erstmal. Mir fehlt hier eine Wand. Die habe ich blöderweise. Bin ich im Obergeschoss? Ja, ich hatte noch eine Geländerwand gehabt. Ah, nee, da wollte ich ein Geländer hinmachen. Okay. Dann ziehen wir hier die Linie nach. Ich muss ja die Wand nehmen. Schauen, wo sie hier ist. Das dürfte das sein. So. Dann hier diese Linie. Wer will, kann das noch fixieren, damit das dann sich mitändert. Und hier diese. Jetzt müssen wir noch ins Erdgeschoss wechseln. Und dann brauchen wir hier auch noch eine Linie. Genau, hier müssen wir jetzt weitermachen. Aufpassen, wirklich die Außenkanten erwischen in dem Fall. Wenn man da nicht rankommt, jetzt kommen wir ran oder mit der Tabulatortaste umschalten. Und jetzt sollte es eigentlich soweit passen. Und hier noch eine Linie. So, jetzt können wir das ja noch sauber ausschneiden. Klicken hier. So, müssen wir mal gucken. Hier könnte es noch einen Versatz geben. Ich bin jetzt hier im Erdgeschoss. Da könnte vielleicht zu Problemen führen. Werden wir schauen. Dann hier. Hier. Hier und hier. Hier nochmal checken, ob das soweit passt. Kann man im Nachhinein noch korrigieren, falls das nicht ganz passt. Das sollte jetzt soweit okay sein.
wollen nicht fixieren und checken jetzt hier mal den Übergang. Und da sehen wir, okay, da haben wir ein bisschen übertrieben. Wenn wir wollen, dass wir keine Lücke reinkriegen, sollten wir vielleicht die Geschossdecke noch bis zur Mitte der Wand ungefähr, also fast bis hier ran, verlängern. Ja, vielleicht sogar bis hier vor. Also tun wir das nochmal korrigieren. Dazu nochmal auswählen. Ist noch eh nach ausgewählt Begrenzung bearbeiten. Das habe ich blöderweise vergessen, hier in die Ansicht umzuschalten. Kein Problem, machen wir es von hier im OG. Ne, im EG sieht man es glaube ich besser mit der Wand. Und hatte gesagt, hier müssen wir das noch schieben. Ungefähr. Naja, man kann es auch genau auf die Kante setzen. Ich tue es mal nicht ganz so tief reinschieben. Gehen wir doch auf Verschiebebefehl. Man kann das teilweise mit der linken gedrückten Maustaste machen, beziehungsweise auch mit der Tastatur, den Pfeiltasten auf der Tastatur. Okay, ich mache es jetzt einfach nur nach Augenmaß. Gehe auf OK. Verbindung, ist irgendeine Verbindung, die jetzt hier noch aktiv ist? Ah ja, können wir aufheben. Die ist jetzt nur, weil ich das vorher verbunden hatte. Jetzt können wir noch hier die Geschossdecke mit der Treppe verbinden. Ja, dazu, wenn man das will, ja, dann kann ich hier auf Verbinden gehen, das Registerkarte ändern, gehe auf Geometrie verbinden, wähle hier zunächst die Geschossdecke an und dann die Treppe und dann hat er das hier verbunden. Das ist hier nicht so einfach, hier das auszuschneiden. Da kann ich jetzt nicht darauf ein, wenn Sie die Wand ja auch noch abschneiden wollen. Da zeige ich noch ein anderes Tutorial, ein paar Techniken, wie man das machen kann. Das kann man entweder nur in der Ansicht machen, ja, mit den speziellen Befehl dazu, oder man könnte dann hier noch in der Wand, in dem Wand Eigenschaften hier oben ein Profil, ein Abzugsprofil einbauen oder den englischen Begriff In-Placed Family machen, um hier einen Abzugskörper zu erzeugen. Aber das sind also ein bisschen komplizierte Sachen, die zu weit führen. Das nur erstmal jetzt zu ignorieren, das lässt nicht, das kann nicht so ohne weiteres korrigieren. Deswegen mein Tipp, tun Sie sowas vermeiden. Es ist übrigens auch dann auf der Baustelle besser, wenn Sie solche Konstruktionen vermeiden. Okay, jetzt haben wir die Treppe erzeugt und hier auch die Treppenöffnung unter Geschossdecke, die müssen wir jetzt nochmal hier übernehmen, was den Fußbodenaufbau angeht. Da gehen wir jetzt auch nochmal drauf, gehen hier auf Begrenzung, wechseln hier auf die Obergeschoss, Grundrissdarstellung, dann auf Begrenzung bearbeiten und tun den auch nochmal bereinigen. Dazu gehe ich wieder auf Linie und übernehme das hier. Ich hoffe, das sollte so. So, das haben wir eh schon. Dann können wir das hier wieder bereinigen. Immer auf die Seiten klicken, die Sie erhalten wollen. Und wenn ich jetzt hier nichts übersehen habe, sollte das passen. Gehen wir auf OK. Schauen uns das hier nochmal an. Das sieht hier auch gut aus. Hier eigentlich auch. Ja, dann der Teufel steckt immer im Detail, aber das sieht hier auch nochmal gut aus. Ja, Sie sehen, müssen wir mehrere Ansichten kontrollieren. Hier müsste man nochmal ein bisschen gucken, dass man das vielleicht noch ein bisschen beschönigt, aber das passt jetzt nicht gut zu dem Thema. Wollen Sie das Tutorial allzu lang machen lassen, dass man hier so ein bisschen eine Kante schafft. Verkleidung oder irgendwas einbaut. Noch zum Schluss noch das Geländer der Treppe und da haben wir hier einmal ein Geländer, was hier lang gehen soll, ja, bis hier runter. Dann auf der anderen Seite weiter, weil hier haben wir dann die Treppe und dann hier oben noch ein gerades Geländer. Ja, das heißt, das Thema Geländer können wir bei dieser Treppe ein bisschen mehr belasten als jetzt bei der Kellertreppe. Gehen also auf Architektur, dann auf Geländer und wählen also erstmal wieder auf Treppe platzieren. Oder Rampe. Gehen wieder in die Eigenschaften, wählen wieder Holzhandlauf, das passt. Klicken die Treppe an. Auf den Auftritten, passt auch. Und wir haben jetzt wieder links und rechts im Geländer. Jetzt können wir hier sagen, okay, das möchte ich erhalten. Das soll hier verändert werden. Ja, das soll quasi hier nur bis, also das Geländer soll quasi nicht bis hoch gehen, sondern soll hier nur bis hierher gehen, gehe also hier auf das Geländer, mache zunächst hier einen Versatz, damit das hier weiter wegrückt. Ja. Warum ist das? Ich habe hier oben keine Halterung dafür, deswegen macht das hier keinen Sinn. Und gehe also auf Pfad bearbeiten und lösche einfach den Teil hier raus. So, gehe auf OK. Jetzt geht das halt
sieht man das. Schauen wir mal, ob wir hier eine Ansicht finden. Hier, man sieht, das geht quasi jetzt hier nur das Stückel. Jetzt kann ich hier das nochmal anklicken und hier noch einen Versatz eingeben. Hatte ich vorhin noch vergessen, dass das hier ein bisschen reinrückt. Das Geländer, das passt. Hier haben wir das Problem bei dem anderen Geländer, dass das hier am Fenster lang geht. Dadurch kriegt man das Fenster nicht auf. Das heißt, das soll hier verschwinden. Klick also hier nochmal das andere Geländer an. Geht hier schwer, klicken wir es hier an. So. Und geben hier einen Versatz auch von 10 ein, gehen auf Pfad bearbeiten und löschen dann hier diesen Teil raus. Hier vorne. Und jetzt müssen die Leute halt umgreifen. Ja? Also hier unten nehmen sie das Geländer und hier nehmen sie halt dann das. Ja? Und gehen auf OK. Ja, jetzt sieht das hier so aus. Unsere Geländerkonstruktion. Hier sehe ich gerade im Keller. Ne, hier haben wir ja noch eine Wand. Ja, das passt. Wir müssen halt immer schauen, dass wenn das immer noch eine Wand dazu haben. Ja, die habe ich schon noch ausgeblendet hier unten, damit man das besser sieht. Man sieht die Wand, hier ist die Lücke für die Wand. Ja, und jetzt machen wir noch das Geländer hier oben, dass hier keiner runterfällt. Da brauchen wir einen anderen Geländertyp. Und gehen also nochmal auf Architektur, dann auf Geländer und sagen jetzt Pfad skizzieren. Wählen zunächst erstmal den Typ jetzt aus, gehen also hier auf Typ bearbeiten und gehen auf Vorschau und wählen hier mal aus, hier Stahl, vertikal. Wir haben leider kein Holzgeländer, ich habe jetzt auch keine Lust mehr eins zu erstellen. Nehmen wir das, das kommt noch am ehesten hin, dann kann man vielleicht hier oben oder den Teil aus Holz machen, dann passt das vielleicht sogar. Ansonsten können Sie sich ja jederzeit hier anpassen. Gehen auf OK. Und jetzt muss ich kurz gucken. Hier soll es hin. Ja, dann gehe ich hier auf Linie wählen, gebe hier einen Versatz. Brauchen wir den? Ne, den können wir auch mit den Eigenschaften einstellen. Tun wir einfach die Linie hier anklicken als Pfad. Und hier auch. Jetzt tun wir hier noch bereinigen. Ah, das, hier ist es okay, hier geht sie zu lang. Also einfach jetzt hier anfassen. Dann wie sie her. Über den Griff, jetzt passt's. Und gehen auf OK. Jetzt hier nochmal das Geländer anklicken und hier vielleicht nochmal schauen, dass das jetzt hier ist es. Ja, man sieht hier, das ist noch zu weit drin. Also, oder hier einfach anklicken, da geht es besser. Und zunächst ist das hier auch zu tief noch, das will man auch noch ändern. Und dann sehen wir hier, die Basisebene ist diese. Jetzt können wir sie auf, also die Rohfußboden, wir können sie jetzt hier auf die Oberkante Fertigfußboden setzen. Jetzt ist es quasi oben, ist es noch zu tief drin. Da haben wir jetzt hier einen Versatz von 5 und dann machen wir einen Versatz von 0. Und da ist es hier genau mittig. Dann machen wir jetzt einfach einen Versatz von minus 5. Und dann ist es eigentlich besser. Ja, das können wir natürlich noch genau bis vorsetzen, je nachdem, was Ihnen lieber gefällt. Ja. Übrigens können Sie auch, wenn Sie sagen, neues Basisbauteil wählen, könnten Sie rein theoretisch auch das darüber machen, was ich über die Ebene hier gemacht habe, das halt nach oben gewandert ist, könnte ich jetzt auch sagen, neues Basisbauteil wählen. Mache ich mal zum Spaß hier die Decke. Macht er das mit der Decke? Ja, macht er jetzt nicht. Eventuell macht das hier in der 3D-Ansicht. Also hier Geländer anklicken, neues Basisbauteil wählen. Genau, und dann kann ich hier zum Beispiel diese Decke wählen. Ich würde gerne die hier unten haben, damit sich auch was ändert. Gut, nehmen wir die Treppe. Ja, und dann sehen Sie, dann geht das nach hier unten. Ja, so können Sie quasi auch das Geländer verändern. Ja, das ist natürlich in dem Fall jetzt Quatsch. Aber nur noch mal zeigen, dass Sie auch das so machen können. Ja, so können Sie theoretisch auch das Geländer auf die Treppe ausrichten und so weiter. Ja, ich denke mal, das genügt jetzt hier zur Treppe. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, wenn Sie jetzt hier andere Stufenbelege haben wollen oder so. Ja, dann gehen Sie einfach hier in die Eigenschaften der Treppe. Ich glaube sogar, da genügt das hier in den Typ reinzugehen. Ich kann mir nicht merken, wo was ist. Muss immer suchen, weil ich mache es einfach zu selten. Und dann haben wir hier Podesttyp. Na, wir müssen doch reingehen in die. Übrigens, hier können Sie nochmal den Treppenschnitt darstellen. Ja, das können Sie auch nochmal auswählen. Ja, wie das dann dargestellt wird im Grundriss. Das kann man hier einstellen. Aber um jetzt hier das Material zu ändern, da müssen wir doch jetzt auf Bearbeiten gehen. Und jetzt nochmal hier draufklicken und ich glaube, dann war das hier unter Typ bearbeiten. Hier. Ne, das ist die Treppe. Und da haben wir Profil. Hier können Sie die Profile einstellen. Da können Sie sogar noch mit Profilen spielen. Ja, das muss nicht gerade sein.
Und hier haben Sie jetzt Auftrittsmaterial. Das habe ich gesucht, Naturstein, Granit, und dann können Sie hier auch noch mit anderen Materialien arbeiten. Ja. So, okay, so viel zu dem Thema Treppe vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tutorial.